The Evil Within. Weiter geht's. Nach dieser atemberaubenden, spannenden Folge. Ja, mal wieder mit einem Arena-Kampf. Wie es auch mal zu erwarten ist hier. Die ich so hasse. Und wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Das ist sehr schön. Das ist mal erfreulich. Geht's weiter. Wir müssen nach oben, denke ich mal, irgendwie. Oder zumindest müssen wir mit der Seilbahn fahren, die wir da gesehen haben in der letzten Folge. Ich frage mich nur, wo sind wir denn jetzt hier? Ich habe gerade die Orientierung verloren. Ach, hier sind wir. Okay. Ich spring mal runter. Sieht mir danach aus, als würden wir hier auch gleich irgendwie kämpfen. Weil die Schutzwände stehen nicht umsonst. Und wir haben in der letzten Folge schon so brutal gekämpft und haben uns so angestrengt. Und wir können hier sogar durch in die Röhren rein. Und oh mein Gott, nein, bitte nicht. Mein Kopfhörer sitzt gerade noch nicht so richtig, wie er will. So, dann muss ich mal kurz meine Birne jucken. Wenn es juckt, Stelle merken und waschen. Das ist ein guter Tipp. Noch können wir hier fröhlich rumlaufen und zaug hier Masse. Agil quasi. Also wie gesagt, erinnert mich bloß daran, die Qualenarmbrustbolzen zu verbessern. Die ganz normalen, um auf Feuerschaden zu pushen. Weil die will ich doch schon gerne haben. Ja, Hagel, 500. Shotgun-Shells, sehr schön. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was mehr und gleich ist wieder alles zu Ende. Das hat einen Sinn, warum wir da wahrscheinlich die Tür aufmachen können, um da irgendwie irgendwo hinzuflüchten. Das wird hundertprozentig so sein, dass da gleich das... Wir kommen nicht einfach zur Seilbahn. Das ist... Das wäre zu einfach. Da kriegen wir auch wieder... Oh, Streichhölzer. Und ich habe nur noch eins. Und da im Hintergrund brennt es gerade. Zero, zero, zero. Circuit check. Check Circuit ist gerade am Laufen. Ja, dann werde ich mal fröhlich hier an dem Rädchen drehen, wenn ich das darf. Ja, ich drehe am Rädchen und wir schauen, was passiert. Wie ich es gesagt habe. Und dann noch so Snobs, ey, so, oh nee. Und dann noch so MG-Snobs, oh nein. Och nein, und dann noch ein Feuerwehrmann, nein. Oh, geht weg. Oh, geht doch alle weg. Ich verstecke mich in der Röhre. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Nein. Was soll ich denn da... Was soll ich denn da... Boah, nee, ey, jo, Leute. Das ist unfair. Das ist voll unfair. Das ist voll unfair. Das ist voll unfair. Ich habe nur noch eine Spritze. Ladies. Oh, hi. Aber ich hasse Puppen. Ich hasse immer noch Puppen. Immer noch. Ich mache einen Spollmund. Aber hey, warte mal. Ach, wir haben unsere Dings ja verballert, ne? Stimmt ja. Was? Alter, wollt ihr mich verarschen? Ja, brenn! 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 Ja! Ja! Ja, er brennt! Ja, er brennt! Ja, er brennt! So, vielleicht funktioniert das peu à peu. Schauen wir mal. Weil er schießt ja immer stückweise. So, jetzt bin ich wieder dran, Kumpel. Unten laufen noch welche rum, die sind mir nicht... Ist er schon weg jetzt, der Kerl? Ja, ich glaube, der hat sich schon verabschiedet.
Wer war denn jetzt unten noch? Hallo? Bist du da unten? Ja, wo bist denn du? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ach, er hat sich in die Wand geglitscht. Ach, wie niedlich. Ach, ist er ja niedlicher. Ach, du bist ja niedlicher. Gutti, 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 gutti. So. Ja, das war schon mal super. Das heißt, wir haben damit kein Problem. Und können sofort hier rauf. Uah, den habe ich ja ganz vergessen. Den Kerl. Der lebt ja auch noch. Was willst du? Willst du was aufs Maul? Ja? Guck mal her, was ich für dich habe. Willst du noch eine Ladung? Ich habe genug Schrot dabei. Geh sterben. So. So, das sieht für uns ganz gut aus, weil der eine sich ja da, wie gesagt, in die Wand reingeglitscht hat. Das heißt, wir können hier ganz gemütlich dann uns weiter fortbewegen. Der ist auch tot, ne? Bah. Der hat die Kehle so offen geschnitten. Kann man das sehen? Kann man das sehen? Das ist... Das ist so zugetackert. Ist das eklig. Bah. Bah, ist das eklig. So, jetzt werden wir ein wenig Gondelbahn fahren. Muss ich den Hebel betätigen? Bestimmt, ne? Ah ja, stimmt, da war ja was. Warum kriegen wir hier gerade so viele Waffenteile? Oh nein, bitte. Nein, bitte, nein, bitte nicht. Nein, 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 nein. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was jetzt kommt. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Alter, nee, nee, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Nein, 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 nein. Nein, auch die mit den MGs. Nein, bitte nicht. Ja, diese runterfallen. Ui. Uah. Oh, komm. Warum stirbt er nicht? So, jetzt aber. Munition alle. Munition alle? Ich glaube, das war's schon gewesen. Erinnert mich auch ein bisschen an Half-Life, muss ich gerade sagen. Nur da war es ein bisschen angenehmer, mit der Gondelbahn zu fahren. Wie, jetzt runterspringen? Okay. Und jetzt kommen die alle wieder, die wir unten... Oh Gott. Sind wir nicht wieder am Anfang? Nee. Okay. Wir haben leider nichts mehr in dem Revolver. Finde ich ein bisschen schade, weil die anderen Waffen doch... Ja, spring... Oh, spring doch da hoch. Sag mal nicht, der springt da nicht hoch. Nein! Nein, warum habe ich denn nicht... Nein, warum habe ich nicht den Rennen und Springen gedrückt? Och, bin ich hohl. Och, komm, Kinders. Jetzt war da oben irgendwas am Liegen und ich vergesse die Renntaste zu drücken und zu springen. Oh, nee, oder? Mann. Mann, oh. Mann, Schmollmund schon wieder. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich glaube, wir müssen da durch das Fenster. Kann das sein?
Sieht ja sehr, sehr vertrauenswürdig aus hier alles. Wohlgemerkt. Oh, Gott sei Dank, Kontrollpunkt. Gott sei Dank. Mach mal, Basti, mach mal deine Lampe an. Und steck mal die Flinte weg. Brain Energy. Da brennt dir die Hirnhaut weg. Das fetzt dir das Gehirn weg, sag ich dir. Wenn du da einen Energy Drink nimmst, ey, da hast du jahrelang Spaß, hast du sofort einen Tumor in der Birne. Aber sofort. Wenn du davon einen Schluck nimmst. Fuji Diff ist bestimmt im Wasser. Ich trau dem Braten nicht hier so forsch rumzulaufen. Ich höre einen Speicherpunkt. Ich höre einen Speicherpunkt. Wo ich gerade Stühle sehe. Ich muss unbedingt auch mir einen neuen PC-Stuhl holen, weil ich sehr, sehr viel hier am PC sitzen werde, auch was Let's Play Live Show und sowas angeht. Weil ich werde wahrscheinlich nur noch Let's Play Live Show hier am PC machen und auch die Let's Plays, die mache ich ja sowieso hier. Daher brauche ich einen neuen Sessel. Weil der hier, das ist so ein kleines Pipi-Sessel, da brauche ich unbedingt einen neuen. Wir haben ja schon lange nicht mehr bei Basti Castellanos Tagebuch reingeschaut. Stimmt ja. Ich frage mich, wo hier gerade der Spiegel ist. Zomp Bomb. No nukes, no guns. Fight by human. Es kommt von dem Bild. Naja, ist ja auch egal. Lesen wir erstmal Basti Castellanos Tagebuch. 11. Juli 2012. Seit dem Unfall sind fast 6 Monate vergangen. Myra und ich leben uns Woche für Woche immer weiter auseinander. Ich muss stark bleiben. Aber es ist nicht so leicht, meine Gedanken in Whisky zu ertränken. Solange es meine Arbeit nicht beeinflusst, kann ich meine Freizeit tun und lassen, was ich will. Da hat er wohl recht. Aber es ist sehr komisch geschrieben, wie ich schon sagte. Endlich hat sich Myra mir gegenüber geöffnet. Aber ich bin noch mehr in Sorge um sie als zuvor. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass Myra allmächtig paranoid wird und ihren Verstand zu verlieren scheint. Oder dass ihre Vermutung, dass Feuer sei kein Unfall gewesen, wahr sein könnte. Ich sollte ihren Instinkt vertrauen, aber wenn sie recht hat... Möge Gott demjenigen beistehen, der dafür die Verantwortung trägt. Damit droht ja quasi Basti denjenigen. Das ist kein Spiegel, wohlgemerkt. Ja, das ist ein Plakat. Ich bin mal gespannt, ob wir trotzdem dahin kommen. Den Verstand. Scheiße. Schon wieder in der Anstalt. Scheiße. Schon wieder keine Bildzeitung. Entschuldigung. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Gibt's hier was zu lesen? Nö, anscheinend hier nicht. Hier ist auch nichts Neues dran. Warum sie jetzt aufgestanden ist, weiß ich auch nicht. Sie wollte einfach nur höflich sein. Man steht ja auf. Also es stimmt ja. Um höflich zu sein, steht man auf. So. Haben wir denn vielleicht hier irgendwo was zu lesen? Was ich wohl mal anmerken möchte, was das Ganze angeht, ist, dass wir schon seit längerem nicht mehr unsere unsichtbaren Freunde gesehen haben. Und ich bin auch ganz froh drüber, denn die waren nicht sehr toll. Und zwar unsere unsichtbaren Gegner. Ich mag sie nicht oder ich mochte sie nicht und ich mag sie immer noch nicht. Wollte ich nur mal so angemerkt haben, dass wir die schon lange nicht mehr hatten. Die waren echt fies am Anfang. Das war auch so Folge, glaube ich, Folge 7, 6, 7, 8, so um den Dreh war das, glaube ich, gewesen. Oder 10. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Und ich kann mich entsinnen, dass die ganz schön mies gewesen sind, ja. Und deshalb denke ich mal, aber ich glaube, wir werden uns nicht auf den Stuhl setzen, weil ich hatte ja gesagt, wir wollen uns das ein wenig sparen. Für die, die jetzt ein bisschen traurig sind, dass wir nicht
ein wenig zu unserer Friseuse gehen. Sei gesagt, wir werden da nochmal hingehen, ja? Weil ich hatte ja gesagt, wir wollen ein wenig sparen auf Feuerschaden für die normalen Armbrustbolzen. So. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wir bei der Klavierszene in dem Anwesen, wo Ruvik am Klavier saß, war das kleiner Junge? Nee, der war schon ein bisschen älter. Dieses Lied gespielt hat, was wir hier die ganze Zeit immer in dem Speicherraum hören. Also hat das auch eine ganz große Bedeutung, was das angeht. Wohlgemerkt. Oh, Munition. Munition. Ich habe Munition gefunden. Nicht viel, aber ein wenig. Mach ich auch immer, wenn ich auf der Arbeit bin, erstmal in die Vitrine reinhauen. Mit der bloßen Hand. John's Coffee, the best one. Ich habe Angst, hier irgendwas zu übersehen oder irgendwas liegen zu lassen, weil... Sieht schon nett aus, wie es so mit Licht und Schatten spielt das Spiel jetzt gerade. Kidman? Wollte ich auch gerade sagen, Entschuldigung. Ich habe ihn einfach das vorweggenommen. Ey Mann, Basti, musst du immer dasselbe sagen wie ich? Aber wo? Oh, guck mal, da gibt es schon mal das Crim Extra. Das hat wahrscheinlich zwei Läden. Ich glaube, es sind Dutzend billiger. Wohlgemerkt, bevor ich jetzt rausrenne hier, möchte ich doch alles mitnehmen. Ich habe doch gesagt, hier liegt noch was rum. So, Basti. Ein dicker Drucker, der fast so groß ist wie Basti, wohlgemerkt. So einen Drucker habe ich noch nie gesehen. Mein ganzes Leben noch nicht. Naja, ist auch egal. Da liegt nichts mehr. Gut, dann schauen wir mal. Willkommen bei The Last of Us. Nein, jetzt müssen wir sie beschützen. Bestimmt. Ich muss schnellstens darüber. Oh nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was jetzt kommt. Weil da hängt nämlich schon wieder jemand. Na, das geht ja schnell auf. Halleluja. Ach, das geht wieder zu. Na, das ist ja interessant. Aber wann geht das wieder auf? Ah, okay. Das heißt, wir sollten uns beeilen. Das wäre jetzt... Los, 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 Basti, los, 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 los. Nein, 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 nein. Das war so ein Fehler, das weiß ich. Mach die Scheißtür auf. Alter, mach die Scheißtür auf, Alter, mach die Scheißtür auf. Wir werden so sterben, wir werden so sterben. Ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste, dass wir sterben. Soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Es ist mal wieder Zeit für eine längere Pause oder beziehungsweise für eine Pause. Und zwar spielen wir hier morgen weiter um 17 Uhr. Ich schalte wieder ein bei The Evil Within und dann müssen wir leider nochmal ins Wasser und das Ganze nochmal probieren. Und ich schalte dann auch wieder ein um 17 Uhr. Also macht's gut. Tschüss.